Ja, hallo meine lieben Balkongartenfreunde. Ich musste heute meine Gelbtafel ausbringen, da sich so viele Fressfliegen an meinen Salat dran gemacht haben. Und wie man hier sieht, scheint das recht gut zu funktionieren. Meine Fliegenfalle. Die ist auf jeden Fall biologisch, also keine Chemie. Und meine Salatpflanzen können ungestört weiterwachsen. Und ich habe jetzt hier in der Schachtel habe ich jetzt noch einige. Die werde ich hier über meinen Balkongarten etwas verteilen. Hier zum Beispiel in die Ringelblume werde ich eine reinstecken, weil da sind die meisten Fliegen schon, wie ich sehe. Und was ich euch noch zeigen wollte, hier zwischen meiner Kamille, da hatte ich ja eine Möhre, eine Karotte gepflanzt im Februar und die ist ganz schön gewachsen. Die hatte ich ganz vergessen und die werden wir in den nächsten Tagen ernten und schauen, wie groß die geworden ist. Ja, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe hier meine Brennnessel getrocknet. Jetzt reiße ich einfach zwei Blätter ab. Und Brennnessel ist wirklich der beste Dünger, beste Langzeitdünger überhaupt. Und den kann man einfach so zerdrücken. Und dann habe ich so eine Art Brennnesselpulver und das streue ich einfach hier rundherum um die Pflanzen. Und tue es einfach so ein bisschen in die Erde rein. Und das wirkt jetzt wie Langzeitdünger. Und Brennnessel ist wirklich sehr nährstoffreich. Meine Zucchini-Pflanzen werden sich auf jeden Fall freuen. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Christian vom Balkongarten in Tirol.